warum das Sigma-Objektiv 40mm 1.4 aus der A-Serie zu einem meiner Lieblingsobjektive wurde. Darüber möchte ich in diesem Video erzählen. Viel Vergnügen dabei. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem es um das Sigma-Objektiv 40mm 1.4 aus der Art-Serie gehen soll. Wie schon im Vorspann kurz erwähnt, ist es zu einem meiner Lieblingsobjektive geworden. Ich muss ein bisschen ausholen, ich fotografiere schon seit meiner Jugend. Seit Anfang der 90er ungefähr mit dem Canon EOS-System. Bin schon sehr früh drauf gekommen im Laufe der Zeit, dass ich eigentlich nur noch mit Originalobjektiven fotografieren wollte, weil es wenigstens damals oft mit den Fremdobjektiven, ganz gleich ob die jetzt von Sigma, Tamron oder anderen Drittherstellern waren, öfters Schwierigkeiten gab zwischen der Kamera und dem Objektiv von der Kommunikation her. Deswegen war ich jetzt schon viele Jahre eigentlich eingefleischter Originalobjektivbenutzer. Jetzt waren wir vor ein paar Monaten mal wieder zu einer Städtereise in Berlin und wie es der Zufall so wollte, war dort bei einem großen Fotohändler ein Aktionstag. Verschiedene Vertreter von Objektivfirmen und auch sonstigen Herstellern waren da und haben ihre Produkte präsentiert, auch Produkte, die der Händler normalerweise vielleicht nicht vorrätig hat. Und da habe ich dann unter anderem eben dieses Objektiv mal ausprobiert und war spontan gleich sehr begeistert. 40 mm ist jetzt ja nun nicht unbedingt eine Standardbrennweite, wenn man jetzt mal bei den kürzeren Brennweiten hergeht. Neben der absoluten Standardbrennweite 50 mm sind da eigentlich dann als kürzere Brennweiten zu nennen 35 mm und dann 28. Also die 40 fallen eigentlich ein bisschen raus. Sigma hat dieses Objektiv vor einigen Jahren als Cinema-Objektiv herausgebracht, also besonders hochwertig, besonders extrem gut auch eben zum Filmen, auch mit speziellen Filmkameras geeignet. Es wird hergestellt für verschiedene Objektivanschlüsse, unter anderem eben für das Canon EF-System, mit dem ich es verwende. Da kommt die zweite Sache ins Spiel. Ich bin vor ungefähr einem Dreivierteljahr umgestiegen von Canon EOS Digitalkameras auf das neue Canon EOS R-System. Ich habe zuletzt mit der 5D Mark IV fotografiert und benutze jetzt die R6. Mein anfängliches Ziel war auch objektivmäßig komplett umzustellen von EF auf RF. Habe ich teilweise auch getan, teilweise auch nicht. Und insofern habe ich jetzt mit diesem Sigma-Objektiv, was ich mir dann letztendlich auch gekauft habe, gleich eigentlich mit zwei Prinzipien gebrochen, die ich eigentlich immer in meiner Denkweise hatte, nämlich einmal eben kein Fremdobjektiv zu benutzen und zweitens eben nur noch RF-Objektive. Das Sigma-Objektiv ist wie gesagt noch fürs EF-System und braucht dann einen Adapter dafür. Das Sigma-Objektiv ist extrem massiv, extrem schwer. Ich kann es jetzt gerade nicht zeigen, weil es sitzt jetzt gerade auf der EOS R6 und filmt mich gerade. Ich werde es dann gleich nachher mal wechseln. Was mich nämlich bei dem Objektiv neben der extrem guten Abbildungsleistung und auch wirklich extrem gute Schärfe schon bei offener Blende 1.4 sehr begeistert hat, war auch dieser etwas andere Look. Grundsätzlich ist ja Canon bekannt für eher einen etwas wärmeren Farblook, so wie die Bilder aus der Kamera kommen. Solange man Originalobjektive benutzt, ist das auf jeden Fall so. Wenn man Fremdobjektive nimmt, ist es eben manchmal ein bisschen anders. Bei Sigma sind die Farben einfach ein bisschen kühler, ein bisschen klarer und dann eben gepaart mit dieser brillanten Schärfe hat man eben wirklich einen ganz besonderen Look, den man so direkt mit einem Canon-Objektiv meiner Meinung nach nicht hinbekommt, auch wenn das Canon-Objektiv vielleicht genauso scharf ist. Man kann natürlich in der Bildbearbeitung da noch viel machen, aber wie gesagt, so wie die Bilder aus der Kamera kommen, schauen sie eben bei dem Sigma-Objektiv ein bisschen anders aus. Ich versuche das jetzt auch ein bisschen im Filmen zu zeigen und auch nachher an einem Fotobeispiel. Wie gesagt, wir waren in Berlin, ich habe das Objektiv probiert.
Es stand eigentlich nicht unbedingt auf meinem Wunschzettel, aber es hat mich so begeistert gleich bei dem Test, dass ich es spontan gleich gekauft hätte, was nicht möglich war, aber ich habe es mir dann eben später bestellt. Obwohl ich zum Beispiel auch im Besitz eines Canon RF 50mm 1.2 bin und die Brennweite ja nicht so viel anders ist, aber wie gesagt, es ist einfach ein etwas anderer Look und ja, es ist für mich seitdem wirklich zum Objektiv geworden, was auf meiner R6, beziehungsweise ich habe zwei gleiche Kameras und meistens sind beide Kameras mit irgendeinem Objektiv versehen und mir ist jetzt einfach aufgefallen, dass ich das Sigma 40mm von einer der beiden Kameras in den letzten Monaten kaum noch runtergenommen habe, weil ich es einfach sehr gerne benutze. Trotz der Größe, trotz des Gewichts, ich gebe mal kurz noch ein paar Daten. Das Objektiv hat 16 Linsen in 12 Gruppen, 9 Blendenlamellen, 40 cm nah, Einstellgrenze, Filterdurchmesser 82 mm. Die Maße sind ca. 9 cm Durchmesser und ca. 16 cm lang und das Ding wiegt 1200 Gramm. Wenn man es jetzt eben zum Beispiel am Canon EOS R-System verwendet, dann braucht man ja noch einen Adapter dazu, der wiegt nochmal ungefähr 100 Gramm. Wenn man dann so wie bei mir, man mit der EOS R6 samt Batteriehandgriff und zwei Akkus drin unterwegs ist, ich will es jetzt gar nicht auf die Waage legen, weil da kriegt man Schreck. Also das Ganze rumzuschleppen macht natürlich keinen besonderen Spaß, aber es ist trotzdem einfach ein ganz fantastisches Reportageobjektiv, wenn man so will. Die klassische Reportagebrennweite ist ja eigentlich 35 mm und mit den 40 mm ist man irgendwo so zwischen Standardbrennweite 50 und eben diese Reportagebrennweite 35 mm. Wer also gerne mit Festbrennweiten fotografiert und weder ein 50 mm noch ein 35 mm Objektiv hat, da wäre vielleicht das 40er von Sigma als Zwischenlösung sozusagen genau die richtige Wahl. An der Stelle möchte ich noch erwähnen und betonen, dies ist kein Werbevideo. Ich bekomme kein Geld weder von der Firma Sigma noch von irgendwelchen Händlern. Ich habe das Objektiv selbst gekauft. Ich habe es auf meiner eigenen Kamera. Ich mache einfach dieses Video jetzt, um das den Leuten vorzustellen. Bis jetzt wurde ich gefilmt mit eben genau diesem Objektiv. Jetzt mache ich eine kurze Pause und die Kamera wird gewechselt. Jetzt kommt die EOS R6 mit dem 50mm 1.2 von Canon aufs Stativ. So, jetzt habe ich also das Objektiv gewechselt, beziehungsweise die ganze Kamera samt Objektiv. Habe das Ganze ein bisschen nach hinten gerückt, damit der Bildausschnitt ungefähr gleich bleibt. Denn jetzt ist ja auf der Kamera montiert das Canon RF 50mm 1.2 aus der L-Serie. Die Einstellungen sind alle die gleichen geblieben. Vielleicht merken Sie jetzt einen Unterschied zu vorher rein vom Look her. Da bin ich auch jetzt selber drauf gespannt. Ja, aber jetzt wieder zurück zum Sigma 40mm 1.4 DG HSM Art. Das habe ich jetzt also hier vor mir an der Canon EOS R6 montiert mit dem Adapter vom EF-System auf das RF-System, weil das Objektiv ja selber für EF ist. Bevor ich mir das Ganze gekauft habe, habe ich auch bei Sigma versucht herauszufinden, ob denn irgendwann in naher Zukunft auch RF-Objektive auf den Markt kommen werden. Da konnte man bei Sigma gar nichts dazu sagen und es klang eher so, als ob das noch in weiter Ferne ist. Auch heute ist ja noch nach meinem Wissen noch nichts rausgekommen, dass Sigma irgendwie plant, RF-Objektive zu bringen. Es gibt auch bis jetzt noch relativ wenige Fremdhersteller-Objektive für das R-System. Insofern bin ich nach wie vor von dem Kauf überzeugt. Wie gesagt, das ist ein ziemliches Gerät, ist sehr groß, sehr lang, sehr schwer, macht keinen Spaß rumzutragen, aber macht sehr viel Spaß damit zu fotografieren, weil im Grunde genommen ist jedes Bild gut und jedes Bild scharf und ich bringe auch nachher noch ein paar Beispiele dafür.
und möchte jetzt auch noch kurz erwähnen, welche Alternativen es gäbe, wenn man jetzt ein ähnlich hochwertiges Objektiv wollte mit einer ähnlichen Brennweite. Von Canon selber gab es ja nur, die Produktion wurde mittlerweile eingestellt, ein Pancake-Objektiv mit 40 mm Brennweite, so ein ganz kleines, kurzes, mit Anfangsblende 2.8. Das wird zwischenzeitlich nicht mehr hergestellt, war auch, glaube ich, nie so besonders gefragt. Ist auch an einer eher großen und eher schwereren Kamera irgendwie ein bisschen komisch. Also ich habe es mal dran gehabt und ich habe es mal probiert. An der EOS 5D Mark III, glaube ich, war das damals irgendwie auch so haptisch auch ein bisschen komisch. War natürlich auch recht preiswert und für den Preis gesehen, also recht billig, muss man sagen, so rum. Und für den Preis gesehen natürlich okay. Wenn man jetzt, wie gesagt, auf ähnlichem Level was Ähnliches möchte und bei Canon selber bleiben möchte, vom RF-System gibt es noch kein vergleichbares Objektiv, außer eben man nimmt die 50 mm, die ich jetzt gerade eben auf der Kamera drauf habe zum Filmen, das 50 mm mit Blende 1.2. Was aber brennweitenmäßig noch näher dran wäre, wäre das Canon EF. Da gibt es noch keine RF-Variante. EF 35 mm 1.4 L USM Mark II. Also auch mit Blendenöffnung 1.4, 5 mm weniger Brennweite, also eigentlich ganz ähnlich. Das ist auch sonst alles ganz ähnlich, hat ähnlich viele Linsen in Gruppen und so weiter, ist aber von der nahen Einstellgrenze her besser. Beim Sigma-Objektiv kann man bis auf 40 cm ran, beim Canon-Objektiv bis auf 28 mm. Das Canon-Objektiv hat beim Filter nur 72 mm, das Sigma hat 82. Das Canon-Objektiv ist auch deutlich kleiner, ungefähr 8 cm mal 11 cm, während das Sigma 9 mal 16 war. Und ist auch wesentlich leichter, wiegt nur ungefähr 760 Gramm. Das Sigma-Objektiv wiegt 1200 Gramm. Aber jetzt kommen wir zum Preis. Aktuell, wir haben Januar 2022, wird für das Sigma-Objektiv aufgerufen ungefähr 1160 Euro. Und für das Canon EF-Objektiv, das momentan noch lieferbar ist, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es noch hergestellt wird, 1860 Euro. Also ungefähr 700 Euro mehr. Also kann man sagen, fast das Doppelte. Ob es einem das wert ist, ob man vielleicht sogar beides haben möchte oder so, sei dahingestellt. Wie gesagt, das wäre jetzt die Alternative dazu. Ansonsten, wie gesagt, ich bin sehr begeistert, bin von meinem nur mit Canon fotografieren wollen, dadurch ein bisschen abgerückt aus dieser Art-Serie. Gibt es wirklich sehr schöne Sachen, die halt einfach nur leider immer recht schwer sind. Also man hat wirklich was rumzuschleppen. Auch bei den anderen Objektiven, die es da noch so gibt, zum Beispiel das 105 mm Objektiv mit Anfangsblende 1.4 gibt es auch. Ist auch ein tolles Objektiv, auch vergleichsweise sehr günstig, aber eben auch ein dementsprechender Brocken. Jetzt möchte ich Ihnen mal noch Bilder zeigen, die ich gemacht habe. Ich habe jetzt einmal mit dem Sigma Objektiv die Kamera mit dem Canon-Objektiv dran fotografiert und dann das gleiche nochmal rumgedreht, mit dem Canon-Objektiv die Sigma-Kamera fotografiert. Beides ungefähr den gleichen Bildausschnitt, beides genau mit dem gleichen Licht, beides mit genau den gleichen Einstellungen bei der Kamera. Beides die Bilder wirklich genau wie sie aus der Kamera kommen, völlig unbearbeitet, damit Sie das mal vergleichen können, wie der Look ein bisschen verschieden ist. Und dann wollte ich Ihnen noch ein paar Bilder zeigen. Die habe ich kürzlich gemacht, weil ich einen Computer verkaufen wollte. Und dann habe ich schnell ein paar Bilder geschossen, wirklich ohne großes Hin und Her, ohne Stativ, ohne viel Licht, einfach nur den Computer hingestellt und da die R6 genommen mit dem Sigma-Objektiv drauf und ein paar Bilder gemacht und hinterher am Computer die lediglich ein bisschen beschnitten, dass sie schön gerade sind und so, sonst gar nichts, nichts nachgeschärft, gar nichts. Und die Ergebnisse sind einfach fantastisch.
Eins habe ich noch vergessen und da möchte ich mich nochmal auf die Bilder von dem Computer beziehen. Das Sigma-Objektiv hat keinen Bildstabilisator. Das Canon-Objektiv, von dem ich gerade gesprochen habe, das 35 mm hat auch keinen. Das 50 mm, was jetzt auf der Kamera sitzt, hat auch keinen. Die Canon EOS R6 zum Beispiel hat aber einen eingebauten kameraseitigen 5-Wege-Stabilisator. Insofern ist das eigentlich kein Problem. Die beiden Bilder, die ich vorhin eingeblendet habe, wo ich die beiden Kameras jeweils fotografiert habe, sind beide entstanden mit einer 13. Sekunde Verschlusszeit aus freier Hand. Insofern, also wie gesagt, kein Stabi, der aber bei den Kameras mit eingebautem Stabilisator wahrscheinlich gar nicht unbedingt nötig ist. Das war also mein kurzes, sollte jetzt kein Review sein, sondern einfach nur eine kleine Vorstellung und eine kleine Liebeserklärung für dieses Objektiv. Vielleicht wollen Sie es mal probieren, falls Sie auch, also mir geht es so, ich fotografiere sehr gern mit Festbrennweiten. Falls es Ihnen ähnlich geht, dann probieren Sie es gerne mal aus. Wenn Sie mit einem anderen System unterwegs sind, Sigma stellt dieses Objektiv ja für verschiedene Anschlüsse her. Insofern ist es da vielleicht auch zu haben, wenn Sie jetzt zum Beispiel mit Sony fotografieren. Auch da wird es Möglichkeiten geben. Probieren Sie es gerne. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video vielleicht und tschüss. Viele Grüße aus Dinkelsbühl.